Und herzlich willkommen hier bei The Whispered World. Wir sind immer noch in dem Dorf auf der Insel, haben mittlerweile eine Maus und Opas Hose wieder im Inventar. Und ich werde jetzt nochmal gucken, ob wir hier in diesem Raum hier irgendwie Licht reinbringen können. Und da kommt mir natürlich auch schon eine Idee mit dem Firespot. Die Anzeigen leer räuchern oder nicht. Anzeigen. Spot scheint nicht beeindruckt. Da sieht man mal, wie wenig er davon versteht. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehen würde, aber doch genug, um zu erkennen, dass es beeindruckend ist. Faszinierend. Ich wollte aber damit eigentlich nur für Licht sorgen. Haben wir irgendwas, was wir abfackeln können? Opas Hose. Spot braucht kein Kostüm. Ich hatte ihm mal einen Umhang für die Nummer mit den Feuerreifen genäht. Es endete in einem Fiasko. Seitdem treten wir auch ohne Zelt auf. Die Story habe ich irgendwo schon mal gehört. Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Ja, die waren ja aus. Da haben wir noch ein Rad. Was haben wir denn hier überhaupt? Leertaste? Oh Gott. Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Die bringen uns gerade nichts und ein Rad. Ein Rad? Wofür das wohl gut ist? Probieren wir es aus. Essen. Nein, das ist kein Zahnrad. Okay, das war flach. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Naja, das werden wir wohl erstmal so nicht hinkriegen. Können wir hier noch irgendwo lang? Nö, ne? Können wir da noch rein? Da kommen wir gerade raus. Gut, dann werden wir nochmal zurückgehen. Bando ist immer noch bei seinem Chef. Ich könnte auch mal die Glocke läuten, das würde uns aber nichts bringen. Weißt du, die machen hier so einen Wind. Von wegen, oh, wir müssen aufpassen, dass wir Kalida nicht aufwecken. Ja, es ist. Wir machen hier Lärm und was. Die Insel scheint bewohnt zu sein. Von hier aus wirkt alles ganz ruhig, fast schon idyllisch. Ja, danke, dass du mir ins Wort fällst, aber da bin ich ja selber schuld dran. Wir machen hier Krach, ohne dass die sich überhaupt blicken lässt. Er hält sie wahrscheinlich da oben immer noch im Turm quasi. Es ist quasi Rapunzel. Angeln will er ja immer noch nicht. Ach, wir können ja auch gar nicht mehr, Mensch, siehste. Weiß immer noch nicht, was wir jetzt mit der Maus sollen. Opas Hose und die Statue. Das wird klappen, hundertprozentig. Wozu? Die Statue hat nicht mal Beine. Ja, das ist das alles. Zettel. 5 Noten und 5 Arme. Fünf Noten und fünf... War das ein Tipp, oder... Kann es einfach nicht. Weißt du noch gar nicht. 5 Noten. Ja, 5 Noten, 5 Arme. Das bringt uns aber nichts. Taktstock. Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Orchester. Müssen wir hier Musik machen, um Kalida aufzuwecken? Oder ist das denn, was sind denn das hier überhaupt für Blasen? Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Ich bleib dabei, dass Kalida im See schläft. Dass er die nicht oben im Turm hat. Ich frag mich aber gerade. Sorry. Spot, Statue. Hier ist es hell genug. Ich kann die Inschrift auch ohne weiteres Licht gut entziffern. Dann lies doch mal. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Kalida hat Ohren im Wasser. Klar, das haben wir am Anfang schon mal gelesen. Können wir hier noch irgendwas machen? Den Mast können wir vielleicht mit der Axt abhacken. Na, du. Na dann mal los. Tatsache. Gut. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Wir haben einen Mast. Und eine Hose und dann haben wir eine Flagge. Schade. Ich dachte schon, ich hätte die Lösung all meiner Probleme gefunden. Aber die Einsatzmöglichkeiten für einen Holzstab sind offenbar doch stark begrenzt. Doch keine weiße Fahne? Ah, hier. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Da heult in der weiten Entfernung ein einsamer Wolf. In dieser Vollmondnacht. Während wir einen Mast am See abkloppen, um eine Schaufel zu reparieren.
mit der ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll. Ist irgendwo graben? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Was haben wir denn hier noch? Wir haben die Kerzen natürlich. Die Kerzen natürlich. Und wir haben Blasen. Blasen, Blasen, Blasen. Ja, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich puste einfach die Kerzen aus. So. Spiel gelöst. Kerzen sind aus. Können wir die mit Spot eigentlich wieder anmachen? Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Mussten wir irgendwo oder konnten wir irgendwo buddeln? Ich weiß das gerade gar nicht. Wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen was im späteren Verlauf machen. Ich klingel einfach nochmal. Oder? Nee. Zum Horn wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte mal gucken, ob Bando wieder in seiner Hütte sitzt. Denn vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Bevor wir hier weiter ohne Ziel durch die Nacht irren. Tatsache, Bando ist wieder da. Hallo nochmal. Ach du schon wieder. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Ja, aber warum lässt du dir denn von dem einen da überhaupt irgendwas erzählen? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Na, super. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Ein dolles Ding, dolles Ding. Gut, das heißt, wir müssen auch die Fabrik zum Laufen bekommen. Bevor wir auf die andere Seite der Insel können. Das ist ja super. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay. Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Mhm. Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Mhm. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten! Ach ja, ich mag ihn. Und leider Gottes müssen wir dich noch einmal in Schwierigkeiten bringen, mein lieber Bando. Denn ich werde jetzt einmal das Nebelhorn. Fäll ich das jetzt schon? Oder mache ich. Glaube ich, werde erst mal alle Kerzen hier ausmachen. Aus, Kerzen aus, Kerzen aus. Der oben auch noch Kerzen, der Vogel? Da, oder? Hat er natürlich. Bando hat natürlich auch noch welche in seiner Hütte, aber die können wir ja auspusten. Wenn es denn... Wenn er dann wieder zu Ruben zitiert wurde, weil er ja angeblich das Nebelhorn geblasen hat. Die Kerzen kann man natürlich oben nicht ausmachen. Ich weiß nicht, ob er das automatisch mitmacht.
Ich glaube schon. Jo. Alles klar. Dann werden wir mal das Nebelhorn betätigen. Oder, was heißt wir? Spot hört das Nebelhorn. Für uns wieder blasen. Los! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Ich find's irgendwie ein bisschen diabolisch, wie sich Sedgwick immer freut, wenn er genau weiß, dass Bando oder Bando hier die Probleme bekommt. Durch seine Schuld. So. Und wir werden jetzt mal zu Bando nach Hause gehen. Oder Bando. Ich sage mal Bando. Obwohl er sich selber ja mal Bando nennt. Bando. Kerzen aus. Da waren keine Kerzen im Nebenraum, oder? Nee. Gucken, können wir die irgendwie anlocken? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Ja. Das ist ja auch was. Kann ich mal eben hier... Nee, kann ich natürlich nicht. Irgendwie diese Melodie spielen, die wahrscheinlich der Ruf der Yakis sein soll. Ich wüsste auch nicht, was uns jetzt ein Yaki bringen sollte. Aber... Was soll man sagen? Vielleicht jetzt? Das damit? Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Macht er aber noch nicht damit? La, 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 la. Er kann es einfach nicht. Ja. So? La, er kann es. Ach ja, gut. Ich habe auch keine Ahnung, wo der Yaki hin ist, aber wenn er die Dunkelheit mag. Wird er ja wohl kaum oben beim Ruben sein. Wir gehen mal jetzt zurück ans Ufer, denn hier brennen immer noch Kerzen. Und ich denke mal, wenn wir dann gleich zurückkommen in die Stadt, dann werden auch dort noch Kerzen brennen. Und sollte dem so sein, dann werden wir mal gucken, dass wir nochmal mit Ruben sprechen. Gute Nacht, Mama. Ja. Gute Nacht, Mama. Wenn wir uns hier hinstellen, Zettel mit Blasen? Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. La, 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 la. Er kann es einfach nicht. Schade. Ich dachte, das bringt irgendwas. Tut es natürlich nicht. Hier sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Im Inventar haben wir auch gerade nichts, was wir mit der Maus machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber das hatten wir ja schon zum Glück noch nicht so oft in diesem LP. In den ersten 10 Folgen irgendwie 15.000 Stunden gebraucht, bis ich überhaupt zur Potte kam. Hier sind die Kerzen schon wieder an. Also gehen wir nochmal hoch und... Sprechen mal mit Ruben. Aber jetzt mal nur so unter uns, ne? Wenn die Tür zur hinteren Insel zu ist. Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Mit dem können wir nicht reden. Aber bevor die jetzt wieder quatschen... wenn die Tür zum hinteren Teil der Insel zu ist, wie kann dann bitte der Malachi, habe ich den Namen richtig im Kopf? Der Mönch jedenfalls, ständig hierher und diese Kerzen anmachen. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen.
Hm? An deiner Stelle würde ich Kerrig nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Den hau ich mit der Axt kaputt hier. An deiner Stelle. Ja, Kinderhände, du mich auch. Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Will er eine Maus haben? Was soll ich denn? Mit die Spot geben? Fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Ach komm, Spot ist klasse. Ich weiß gar nicht, was du hast. Gut, dann werde ich mal, da mir gerade nichts mehr einfällt, wo wir noch gucken könnten. Das Fenster, was soll uns das denn bringen? Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Keine Chance, ich kann leider... Ah, warte mal. Natürlich. Das kriegt er dann doch gar nicht mit. Ich hoffe auch, sein Hund hier, Kerrig, bleibt nur der... Komm schon, das klappt ganz leise jetzt und hoch da. Ei! Oh, oh. Hm? Was? Wo? Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Okay. Ja. Hier können wir also rein. Werd nochmal hochgehen. Was können wir denn hier? Den müssen wir ablenken. Vielleicht mit einer Maus? Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Wie kriegen wir den ruhig? Mit der Schaufel eins überziehen. Auf keinen Fall. Ich kann mir nämlich... Hose? Ja! Wow, ich lebe noch. Juhu. Da den jetzt. Alles klar, so kann er nicht bellen, wenn er uns bemerkt. Oh, Ilse. Ach du dicker Heino, was ist denn hier los? Was habe ich da gerade gehört? Ich höre doch was. Ist das vielleicht ein Yaki vielleicht? Wow, Ruben hat ganze Arbeit geleistet. Das sind wahrhaftig 10.000 Perlen. Und hier liegen sie jetzt und verstauben. Was für eine Verschwendung. Ist richtig toll. Und in Rubens Zimmer schauen wir uns in der nächsten Folge um. Denn ansonsten wird das hier, artet das aus, folgentechnisch. Deswegen bis zum dahin besonders. Bis zum dahin, meine lieben Freunde. Bis dann. Tschüss.